Mein Name ist Simone van Stosch. Ich werde gleich das Abschlusspanel moderieren. Ich bin freie Journalistin, unter anderem für ARD Aktuell. Und wir haben so im Film eben gesehen, diesen illustren Rückblick auf die Situation von vor 25 Jahren. Wir wollen heute im Abschlusspanel vor allen Dingen auf die Gegenwart, auf die Zukunft schauen. Wieder eine historische Situation, wieder eine Umbruchssituation, wahrscheinlich in Europa. Sind die Grünen diesmal besser aufgestellt? Wie ist das grüne Verhältnis zu Europa, zur Nation, zur Westbindung? Über all diese Fragen werden wir sprechen und ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen François Aizpurl. Er ist Chef des Londoner Internationalen Instituts für strategische Studien, lebt in London, ist extra heute eingeflogen, wie ich gerade erfahren habe, um uns ein kurzes Input für unsere Diskussion gleich zu geben. Ich bitte Sie nach vorn und Sie um einen herzlichen Applaus. Sorry. First of all, it's a great pleasure to be here with you. I was only warned a few days ago about this event, but I immediately accepted. I was free, but more than that, I knew it was going to be an interesting place to be. I first participated in an event in this foundation last year, wondering what was going to happen to me. Because my main operating base is in Paris. I spend, of course, part of my time in London. And in France, we have a party, and I don't know whether to speak in the past, the present, or the future, which is called, I think it's called Les Verts, the Greens. Well, the party is in such a state intellectually and politically that I was wondering whether it was a good idea to meet their German counterparts. And I was actually amazed at the quality of the discussions here. This was a meeting on defense affairs last year. People had done their homework. People knew what they were talking about. They were asking the right questions. And so I understood something which I should have known. But it's some things you can only learn from experience, that the Greens in Germany have are a truly serious party and are rather different from their namesakes in my own country. 25 years, I'm not going to do the ancient history. We're here to deal with the present and the future, but I think it's good to reflect for a few moments as to what happened at the end of the 80s and how things unfolded thereafter. Germany, the German body politic, and that included the Greens at the time, as well as the CDU, the FDP, and the SPD, were not in the business of talking or thinking about a category which is wholeheartedly embraced elsewhere in Europe, which is the category of national interest. This was a split Germany, and the western part of Germany was a state which in many ways projected itself for security's sake, for comfort's sake, or for ideology's sake, into a post-national framework. Europe, NATO, Gaia, if I can put it that way, the future of the Earth. And this helps explain how 1989-1990 was handled. Everybody, or most everybody in mainstream German politics was thinking more or less automatically in a post-national framework, whereas the events which were occurring were, of course, intensely national in character.
die Wiedervereinigung. Chancellor Kohl, and in his own way as a Frenchman, François Mitterrand, were in a position to readily establish a synthesis, that is, German unification, German unity, in the framework of the European Union, of political union, of monetary union. In the case of Mitterrand, this was what we call in French la sortie par le haut, to move away from the problem posed to France by reunification of Germany. The logical place to go was towards German unity. And Chancellor Kohl, being for his own reasons in the same similar state of mind, it was possible for this momentous event to happen without disturbing, without upsetting peace and security in Europe, which in itself is a sort of miraculous occurrence, because the previous 120 years of history, such an event would never have been seen as possible without major disruption, including violent disruption in the European security. The Greens didn't find it quite so easy. NATO was not their thing. The European Union, at the time, probably not so much either. And the world, well, was fine, but it's not a very easy and convenient frame of reference to use. So the adjustment process was a bit more difficult. What happened afterwards? It was a Germany in the 1990s which progressively, carefully, and actually quite successfully learned to combine the realities of national interest, and the word started to be used in polite, civilized discourse in Germany, and the post-national framework, notably the European framework. And we saw this with the gradual re-entry of Germany in the resolution of conflict, including, in some cases, with the use of arms. And the crowning point of that process was Kosovo, in which the Greens, with Joschka Fischer, played such an important role. And in a way, when I look back, here we are in 2015, when I look back at the Germany of 1999, this was the best of all possible Germanies in terms of its positioning as an international and European actor. It sought to defend its national interest, which is perfectly normal, which most countries consider to be a natural thing to do. But at the same time, it was doing so in systematically multilateral frameworks. It was doing so by building up the maximum degree of international or national legitimacy. If that had been the end point, if that had been the plateau at which Germany's foreign and security policy had come to rest, I think the management of the various crises that we have been undergoing in and around Europe over the last 5 or 6 years would have been rather easier. The problem is that we then entered in this country into a second cycle, the post-national cycle, if I can put it that way, the one which was summarized by Gerhard Schröder as emancipation. Now, initially, this was about the Iraq crisis, and of course, it would be very strange for Frenchmen to criticize Germany for having adopted a position similar to that of France in terms of refusing to enter what was the most disastrous military and political expedition since the beginning of the century. But emancipation was clearly about much more than that. One actual example and one counterfactual. Counterfactuals are useful to help think
And the actual example is, you take something like the defense industry. I have a background in the defense industry. I say this in front of Greens. It has all sorts of faults. It is associated with all sorts of practices, which sometimes are nearly as dubious as those of the automobile industry. But of course, it is a necessary industry. 15 years ago, it was possible for France and Germany to build together a transnational civilian and military company called today Airbus, which gives Europe the ability, at least in some parts of the spectrum, to hold its own vis-a-vis the massive means of the United States of America today and of China and other countries tomorrow. Would it be possible to redo that one today? Well, we actually have the answer. The answer is no, because 3 years ago, Angela Merkel decided to block the merger, which was being mooted at the time, between BAE Systems in London and EADS, as it was still called, Airbus today, on the continent, for reasons which I will not need to go into. But we had proof positive, if I can put it that way, that some things had ceased to be doable. Counterfactual. If we had an occurrence like Kosovo today, like the situation we had at the time where we had 600,000 refugees, you know, these people who go on the roads, who are fleeing war, who are fleeing massacres. We had 600,000 refugees in March of 1999 in Europe. We decided to act militarily, and Germany was part of that. And Germany was a full player. It was not a second string. Germany wasn't doing the soft stuff while the other people were doing the hard stuff. No, Germany was sharing the burdens, the risks, and the positive outcome. Would this be imaginable today? I suspect not. Now we're entering into a new cycle. I don't know what it's going to look like yet. All that we know is that it is occurring against two trends. One trend is the hardening of our strategic landscape, environment, hardening to the south, hardening to the east, hardening with a revisionist Russia, hardening with the new 30 years war in the Arab states. The other tendency is the one in which Germany finds herself, through no particular desire of her own, being thrust into a position, into a lead position on international security affairs. We have seen this in the Ukrainian crisis, where I must say Germany has actually performed remarkably well. I think this was not what Vladimir Putin was expecting. It skewed his calculations. But we also know that this is a process which is not unfolding easily in the German body politic. Those are the two backdrops. Then we have a few factors, few parameters. And once again, I don't know how they will play out. The first one is that ordoliberalismus, and I use the word in a political rather than in an economic sense, ordoliberalismus has run into its limits. What are those limits? Well, the first one is that norms are not self-implementing. I don't need to point back to the Volkswagen affair. Norms are not self-fulfilling. Secondly, checking boxes
is not a substitute for achieving results. What strikes me in the Volkswagen affair is that apparently all of the boxes were checked. All of the norms were being respected, sort of, except that the result was not the one which was being sought. Third element, norms are not a substitute for policy. And this is particularly true in security and defense affairs. Let's take the Syrian horror. I can imagine what are the right norms. Respect of human rights, democracy, maybe those. Well, none of the actors on the ground in Syria that I can discern fit into either of these two categories of norms. And it is not because they don't fit into normative categories that we don't actually have to deal with them. And I say deal, it can mean violently, or it can mean not violently, but we have to deal with them. We have to have a policy. What do we do? Do we bomb Daesh? Don't we bomb Daesh? Do we talk with Bashar? Don't we talk with Bashar? To be very honest, I don't know what the French policy is today, and I definitely don't understand what the German policy is today. And part of that flows probably from the fact that we have been relying on a normative approach rather than on trying to think through policies. The paradox is that Putin has a normative approach of his own, except these are not our norms. He wants to support the Syrian government as far as he possibly can, because it is part of his norms that once you have decided to extend support to a leader, you push that support as far and as long as you possibly can. That's a clear norm, but it of course leads to atrocious policies. Our norms are not working, and our policies are undiscernible. In the case of Putin, the norm may be working a little bit better, and the policies are unmentionable. So this is a very new age, an age of violence, an age of enormous tension, and one in which a party like yours, which is a party which is always looking for new ideas, which is trying to think outside of the box, thinking about how you move from an essentially normative approach of handling of European and international affairs to a situation in which you combine norms and policies. That is the challenge that you now here in Germany have to face. This is not going to be easy. It's difficult for anybody to establish the balance, but outside of Germany, most people understand that you have to strike the balance and that you have to think about this and that you have to do it. In Germany, not so clear. Ordoliberalismus informed Germany's handling of the crisis of the euro for 5 years, with, as a result, the slowest growing area in the whole world, with enormous pent-up negative political energy in just about every country of the European Union outside of Germany. That is the story of a normative policy. It is not a story of policy. How you combine norms, how you combine policies, that will be the task of a new Germany. This will be your third cycle. And
I'm quite confident that you will pull it off, because when I look back again, I'll end where I began. You know, when you think of everything that could have gone wrong after 1989, you know, of course, there was a risk of war, risk of violence. Tiananmen Square in Leipzig, as we all know, it nearly happened. It could have been somebody else than Gorbachev in charge in the Kremlin. But you also had other scenarios, not quite as bad, but not great. Look at Italian unification, 1870. And there you are, in Italy, 140 years later, you still have the Mezzogiorno. East Germany is not, the eastern part of Germany is not the Mezzogiorno. Or you could have had a remake of 1871 in terms of domestic affairs, Prussian hegemony. But you didn't get that one either. So you have been bloody good. And so that is why I'm confident that you will get the invention, because it's going to require invention, inventing the new balance of your foreign and security policy right. Thank you very much. Linke Seite so. Und jetzt haben wir hoffentlich auch ein bisschen Verstärkung. Hören Sie mich gut? Hören Sie uns gut? Ja, ich glaube, so geht's. Ja. Vielen Dank für das wirklich ausgesprochen interessante Input. Ich möchte gleich daran anknüpfen. Sie haben ein bisschen aufgezeichnet, wo wir in Europa gerade stehen. Sie sprechen davon, dass wir an dem Beginn eines neuen Zyklus sind. Sie sprechen von einer deutschen Führungsposition. Und Sie sprechen davon, dass eine normative Politik im Moment vielleicht nicht immer die richtigen Lösungen parat hat, sondern dass es um ein politisches, nicht ein normatives Verständnis dessen geht, was wir gerade erleben. Ich möchte daran direkt anknüpfen, Katrin Göring-Eckardt, angesichts dessen der herausfordernden Situation, in der wir gerade sind, haben die Grünen diesmal einen realitätsgesättigten Blick auf die Situation oder machen wir es uns wieder bequem? Jetzt wir? Einerseits das Land und Ihre Partei. Ja, wir reden vom Wetter und wir haben ja viele Diskussionen gehabt angesichts der Flüchtlingssituation, der Menschen, die zu uns kommen und dann hieß es immer, und das hätte man doch sehen können. Und da ging es um ganz, ganz verschiedene Fragen, weltpolitische Fragen, die Fragen der Konflikte, die Tatsache, dass auch schon vor 2 Jahren 45 Millionen Menschen auf der Flucht waren. Und wenn man dann sagt, ja, das stimmt alles und das hätte man voraussehen können und wir haben auch zu denen gehört, natürlich, da sind wir immer ganz ordentlich und das kann man nachvollziehen, die schon vor mehreren Jahren gesagt haben, das wird so passieren, stellt euch darauf ein. Und jetzt zu sagen, die Klimaflüchtlinge sind da noch gar nicht dabei, bei denen, kann er sagen, 800.000, 1 Million, die jetzt nach Deutschland kommen, 60 Millionen, die auf der Flucht sind, dann wird es nicht mehr so komplett für absurd erklärt, wie das noch vor ein paar Monaten gewesen ist. Das eine, also wir reden vom Wetter, das ist richtig, weil die Frage des Klimawandels und der Klimakrise eine der zentralen ist. Und es war damals richtig, darüber zu reden. Es war nur falsch, gar nicht über die deutsche Einheit zu reden und das, was die Leute umgetrieben hat und sich mal zu fragen, was heißt das eigentlich für Europa? Man hätte beides tun müssen und heute das Gleiche zu tun, über Europa zu reden. Das ist ja das andere entscheidende Thema, was uns umtreiben muss und das Wetter nicht aus dem Blick zu verlieren. Und als Mahner, als Programmpartei, als eine Partei, die dazu Ideen hat, aufzutreten, als, ja, wie soll man sagen, als die Partei, die auch drängen muss, dass sich da wirklich was verändert. Ich halte das für sehr realitätstauglich. Mhm. Jürgen Trittin,
Damals war man nicht darauf vorbereitet, man hat auch nicht geahnt, die Grünen haben nicht geahnt, 89, was sich in Europa tun wird. Diesmal sagen Sie, Sie sind seit Jahren darauf vorbereitet. Haben denn die Grünen dann diesmal adäquate Modelle? Sind sie gut aufgestellt jetzt im Gegensatz zu vor 25 Jahren? Was ist Ihre Meinung? Jedenfalls vermute ich, dass wir aus Fehlern von damals gelernt haben. Damals haben wir einen doppelten Fehler gemacht. Wetter ist nicht Klima. Und der andere war, dass wir so arrogant waren, wenn alle Welt über was redet, nicht dazu reden zu wollen. Und wir hatten keine Antwort drauf. Und das ist dem für die Westgrünen so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Und ich glaube, den Fehler wird man so schnell nicht wiederholen. Das Interessante eigentlich an dieser Entwicklung ist, die Westgrünen hatten ja kulturell so einen eher globalistischen Ansatz, so aus dem Internationalismus kommt. Handlungsrahmensmäßig waren sie der alten BRD verpflichtet. Die sollte abrüsten, die sollte was gegen das Waldsterben machen. So. Die Veränderung, die dann passierte, ging ja nicht nur über sie hinweg, sondern auch über Ulrike Poppe, Konrad Weiß, die damals diesen Aufruf für eine eigenständige DDR gemacht haben. Aber die führte zu etwas, was vielleicht heute ganz wichtig ist, nämlich, dass diese Wiedervereinigung stattfand und auch nur möglich war in einem politisch gestärkten Europa. Der sichtbarste Ausdruck war der Verzicht aufs einzige Nationalsymbol, was wir hatten, nämlich die D-Mark. Politisch, ökonomisch kann man da viel drüber diskutieren. Und wir sind heute in der Situation als Grüne, deswegen glaube ich, dass wir besser aufgestellt sind, dass wir, glaube ich, ohne Überheblichkeit sagen können, dass wir eine sehr klare europapolitische Agenda haben. Wir nehmen für uns in Anspruch, die proeuropäischste Partei zu sein. Und es kommt ein zweiter Punkt hinzu, da bin ich von der anderen Seite kommt ein bisschen beim Vortrag. Ich glaube, dass mit der Regierungsbeteiligung der Grünen sich nicht nur die Grünen verändert haben, sondern auch die Wahrnehmung und die Rolle Deutschlands. Und zwar gehören die Sachen zusammen. Das Nein zum Irakkrieg und das Ja zum Kosovo. Es gehört zusammen, gegen die USA das Kyoto-Protokoll ratifizierbar gemacht zu haben und gleichzeitig im gleichen Jahr wohlgemerkt unbeschränkt Solidarität zu üben, nach 9/11. Alles zusammen hat aber dazu geführt, dass Deutschland von außen anders gesehen wurde. Wir gehörten ja zu denen, die so sagen, also wenn es schon eine Wiedervereinigung gibt, dann aber das darf nicht in neuen Nationalismus enden. Also die Angst bis hin zu dem Satz nie wieder Deutschland war ja zu merken. Und wir haben dann in der Regierung, glaube ich, gemeinsam die Erfahrung gemacht, dass man das bei den Nachbarn durchaus sehr sensibel sieht. Das möchten die auch nicht. Die wollen kein deutsches Europa. Aber dass gleichzeitig bei unseren Nachbarn ein riesiger Erwartungsdruck ist, dass Deutschland auch seiner Rolle und seiner Verantwortung nachkommt. Und zwar auf allen Gebieten. Das gilt bei der Überwindung der Eurokrise, bei Vorangehen beim Klimawandel, wo Deutschland seiner Verantwortung zurzeit nicht gerecht wird. Das zeigt sich jetzt in der Haltung zur Ukraine und vielen anderen Konflikten. Ich glaube, das ist das Neue und dass dafür, für diese Herausforderung, die Grünen mit ihrer Vereinigungsgeschichte und ihren Irrtümern und Fehlern ganz gut vorbereitet sind. Ich würde da gerne noch mal nachfragen. Sie entwerfen eine Rolle eines Deutschlands, was ein starker Verantwortungsträger ist, und eine starke Nation ist. Damals hatten die Grünen ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zum Begriff Nation. Haben Sie, wie ist das grüne Verhältnis heute zur Nation, also nicht ethnisch, sondern politisch begriffen, zu einer starken Nation innerhalb Europas? Wir hatten damals, glaube ich, überhaupt keinen Begriff zur Nation. Das haben Sie den Konservativen die Westler, überlassen. Die Westler, das war rechts, ne? Ich glaube, dass die Bestimmung, die meisten Grünen teilen würden, in dem Bereich liegt, was ein Autor aus Schleswig-Holstein mal linken Patriotismus genannt hat, Robert Habeck, an dieser Stelle. Darin steckt die Bekenntnis zu den republikanischen Werten, aber darin steckt auch die Verantwortung
dass es nur ein europäisches Deutschland geben kann und nur dann man diesem Anspruch auch tatsächlich gerecht wird. Thomas Krüger, Sie haben auch damals mit Politik gemacht, Sie haben damals die Ost-SPD mitgegründet, sind seitdem auch in der SPD weiter engagiert. Sie betrachten die Grünen ein bisschen mit dem Blick von außen. Das hört sich gut an, was wir hier gerade hören. Sind die Grünen so, haben Sie so gelernt, sind Sie heute realitätsoffen oder gibt es neue blinde Flecke? Ja, das müssen Sie erstmal selber entscheiden. Also mich macht eine Sache etwas stutzig. Hätte man wahrscheinlich die Grünen 1990 gefragt, ob sie gut aufgestellt seien mit dem Programm, hätten die sozusagen vollster Überzeugung Ja gesagt. Und insofern stellt sich die Frage, ob man sich nicht sozusagen bezogen auf die Situation immer auch oder in der Gefahr ist, immer auch was vorzumachen. Ich meine, so große Ereignisse wie deutsche Einheit oder jetzt auch wie das Flüchtlingsthema sind ja sozusagen Katalysatoren, die politische Debatten und Programme auch zuspitzen. Ich sage das jetzt mal mit Blick auf die Sozialdemokratie. Da gibt es schon zu Recht, finde ich, eine Diskussion, ob das Ausblenden dieses Themas der Verteilungsgerechtigkeit und das Opfern auf dem Altar sozusagen neoliberaler Politik, die scheinbar alternativlos ist, nicht möglicherweise ein programmatisches Defizit darstellt. Und ein ähnliches Thema würde ich bei den Grünen sozusagen einfach mal als Diskussion in den Ring werfen, ist dieser mittelstandsgetriebene Multikulturalismus, der natürlich verächtlich auf diejenigen, die sich ungesund ernähren, die unökologisch leben, die Müll nicht trennen und so weiter, also auf diese ganze Unterschichtsmilieus implizit guckt. Und das ist natürlich sozusagen ein Thema, was man vor dem Hintergrund sozusagen so einer Zuspitzung in der Debatte nochmal durchdenken sollte. Also ob das tatsächlich mit gut aufgestellt zu tun hat, ob man politische Antworten auf fragende Menschen geben kann mit diesen Konzepten, das wage ich zu bezweifeln. Der zweite Punkt, den ich kurz anmerken will, Rückblende 89-90. Ich habe damals die Grünen, zumindest von den frühen 80er Jahren, eigentlich als einzigen Ansprechpartner in der Bürgerrechtsbewegung wahrgenommen. Nicht als Partei, aber einzelne Leute, die wirklich treu waren, uns besucht haben, mit uns Diskussionen geführt haben. Und sozusagen Ende der 80er Jahre hatte ich das Gefühl, dass da ein anderer Wind weht. Also dass diejenigen, die uns weiterhin besucht haben, mit uns das Gespräch gesucht haben, eigentlich eine Minderheit in der Partei waren. Und sozusagen eine linke Erzählung da war, die übersehen hat, was durch die ganzen friedlichen Revolutionen in Mittel- und Osteuropa eigentlich aufgerufen war, dass nämlich in diesen Revolutionen auch ein ganz starkes konservatives Moment liegt. Das kann man am besten eigentlich an Polen beobachten. Also eine nationale Textur, eine sehr stark religiöse Grundprägung, die eben diese Veränderungen in Mittel- und Osteuropa mitbestimmt haben. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht gesehen, sogar, sagen wir mal, komplett ausgeblendet worden. Also die Sozis waren ja genauso unterwegs. Die sind lieber im Sommer nach Nicaragua Kaffee ernten gefahren, als die Ostberliner Umweltbibliothek zu besuchen. Das muss man ja nochmal in Erinnerung rufen. Und ich glaube, von daher gibt es schon sozusagen noch die ein oder andere offene Frage, aus der man für heutige Debatten andere Schlüsse ziehen müsste. Das sind zwei Aspekte, die ich gleich aufgreifen würde an Sie. Einerseits der Multikulturalismus, der Mittelstandsgeprägte in der Jetztzeit und dann nochmal der Blick zurück. Stimmt das, dass die Revoluzzer damals, die Selbsterklärten, eigentlich gar nicht sehen wollten, dass die Revolution, was dort in Osteuropa und speziell auch in der DDR vonstatten ging? Waren die vielleicht sogar ein bisschen neidisch auf das, was dort passierte? Ja, um neidisch zu sein, muss man es ja betrachten. Und ich hatte den Eindruck, zu der Zeit waren das, da stimme ich mit Thomas Krüger überein, waren das ganz wenige, die es betrachtet haben, die auch durchgehalten haben und daran eine Hoffnung geknüpft haben. Und insofern ist das schon richtig. Ich glaube, es war so eine Mischung aus Abwehr gegen dieses Nationale, was da passierte, und dass die Ostdeutschen, erst wollten sie ja nur eine Revolution machen. Ich habe auch zu den Verfechterinnen eines dritten Weges gehört und wollte irgendwie die deutsche Einheit nicht, schon gar nicht gleich,
und fand das irgendwie eine ganz gruselige Vorstellung, dass man das alles so machen sollte wie die da drüben. Und das hat auch damit zu tun, dass ich mit westdeutschen Grünen zu tun hatte, die immer erklärt haben, dass das gar nicht so toll ist wie in der Nivea-Werbung, die wir im Fernsehen gesehen haben. Und insofern habe ich das natürlich verstanden, diese Ablehnung und manchmal auch die Abscheu, aber auf der anderen Seite nicht zu sehen, welche Chance darin liegt. Das war tatsächlich ein richtig historisches Versäumnis. Da stimmen wir, glaube ich, heute alle vollkommen überein. Und die Möglichkeit, was Neues zu machen. Wir haben Wolfgang Ullmann vorhin hier gesehen, der sich ja so sehr für die Verfassungsdiskussion eingesetzt hat, dass das nicht passiert ist. Das liegt natürlich auch an den Grünen West, die es nicht aufgegriffen haben, jedenfalls nicht rechtzeitig aufgegriffen haben. Wir hätten wirklich eine andere Debatte haben können. Und insofern glaube ich ja, dass das stimmt. Was mit der mittelschichtsgetriebenen Multikulti und so, das ist eine nettere, oder sagen wir so, es ist eine intellektuellere Formulierung für diesen Latte Macchiato-Vorwurf, der uns immer wieder und gern gemacht wird. Ich teile das nicht. Und zwar deswegen, weil wir eine überhaupt nicht romantische Vorstellung davon verbreiten, was Einwanderung bedeutet. Auch nicht eine romantische Vorstellung davon haben, was passiert, wenn jetzt 800.000, 1 Million Flüchtlinge in diesem Jahr kommen werden, sondern ganz im Gegenteil. Eine sehr realitätsgetriebene, auch keine, die anderen jetzt große Vorschriften darüber macht, wie es zu tun sei. Wir haben was ganz anderes. Nicht die Grünen wissen, wie es geht, sondern wir haben eine Bevölkerung, die es macht. Und das ist was unglaublich Spannendes. Dann haben wir plötzlich eine Kanzlerin erlebt, die was gespürt hat, entweder weil die Bevölkerung so viel tut oder jedenfalls ein großer Teil oder weil irgendeine andere Einsicht passiert ist. Das wissen wir ja nicht so ganz genau. Und wir haben dazwischen immer noch eine Administration, insbesondere wenn man sich das Bundesministerium des Inneren anschaut, was noch seine eigenen Vorstellungen und seine eigenen Handlungsmöglichkeiten vor 5 oder 10 Jahren sieht und mit einer eigenen Form damit umzugehen. Aber dass ausgerechnet die Grünen, die da an der Stelle, glaube ich, wirklich Expertinnen und Experten sind, was Integration, was Härten, was Auseinandersetzung, was Konflikte angeht, vorzuwerfen, dass Sie das nicht sehen, Thomas, das finde ich ehrlich gesagt falsch. Also ich habe keine Lust darauf, jetzt loszulaufen und sagen, Moment mal, wir müssen aber auch daran denken, dass. Das tun wir schon. Wir denken schon daran, dass es eine Spaltung unserer Gesellschaft gibt. Wir denken schon daran, dass es nicht genügend günstigen Wohnraum gibt und dass man sich einfach sagen kann, mach den jetzt mal für die Flüchtlinge, aber die anderen spielen da keine Rolle. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, man braucht mal Bildung für Flüchtlinge, sondern wir sagen, wir brauchen eine Bildungsinitiative, die auch denen hilft, die keine Abschlüsse haben, etc. Also insofern, das ist auch eine alte Vorstellung. Ich weiß nicht, in welchem Jahr ich die jetzt datieren würde, als die Grünen gesagt haben, das weiß Jürgen wahrscheinlich besser, die sollen mal alle kein Deutsch lernen, weil wir müssen irgendwie so zusammenleben. Das ist eine Gruppe von Grünen gewesen, die in der Vergangenheit agiert haben. Das ist heute nun wirklich anders. Ich würde die Frage oder die These von Herrn Krüger gerne ein bisschen modifizieren und sagen, da fällt Ihnen eigentlich Ihr Thema direkt, rollt Ihnen vor die Füße. Und Sie beschreiben die Kanzlerin, die offenbar strategisch oder aus welchen Motiven auch immer auf der Höhe der Zeit agiert, so wie damals 89, 90, der damalige Kanzler, der auch recht schnell kapiert hat, Kohl, wohin die Reise geht. Sie sagen, dann gibt es den reaktionären Counterpart im Innenministerium, all das läuft. Und Sie, die Grünen, sind wenig zu hören. Zu wenig. Bei diesem Thema sagen viele, Herr Trittin, woran liegt das, dass ausgerechnet bei einem grünen Kernthema in einer wirklich außergewöhnlich und außergewöhnlich herausfordernden Situation die Grünen so defensiv agieren? Eine Bemerkung, als ich vorhin gesagt habe, wir seien in dem Sinne gut aufgestellt, sei, dass wir über die vergangenen Fehler gelernt hätten. Das heißt nicht, dass wir nicht in Zukunft Fehler machen und Defizite haben. Eines der Dinge, noch nicht mal, dass wir daraus lernen werden. Und eines der Dinge, die in den letzten Jahren sehr stark von uns betrieben wurden, es war ja neben den Kernthemen eine Verbreiterung der politischen Agenda, damit man vermeidet, in eine Situation zu kommen, wo man nichts zu sagen hat. Übrigens auch und gerade zu dem Thema, wo ich Ihnen mit Blick auf die SPD recht gebe, der Frage der Gleichheit. Was die Flüchtlingsfrage angeht,
Ich glaube, ein Teil dieses Problems liegt auch darin, dass, oder es sind zwei Ebenen. Das ist die symbolische Ebene. Auf der symbolischen Ebene hat die Bundeskanzlerin mit einer richtigen humanitären Entscheidung ein Signal gesetzt, was Reaktionen ausgelöst hat in anderen Ländern und in der eigenen Partei, die sagen, die spinnen, das sind Hippies, das sind Naivlinge. Also plötzlich kam das Eingeständnis, und jetzt bewege ich mich zurück zu der faktischen Ebene, das Eingeständnis, dass die Fiktion, dass sich Europa abkoppeln könne von den Risiken der Welt, dass man durch den Aufbau eines übrigens in Deutschland Anfang der 90er Jahre im vereinten Deutschland konstruierten Modells des Systems von Dublin, also der, der das Pech hat, an der Außengrenze der EU zu wohnen, der soll mit den Flüchtlingen fertig. Als das zusammengebrochen worden ist, erschien diejenige, die der Realität an der Stelle Tribut gezollt hat, plötzlich als die Naive und die Romantikerin, weil sie mit einer lange gepflegten und übrigens die Integrationsprobleme in diesem Land massiv verschärften Politik der Abschreckung und Abschottung sichtbar gescheitert waren vor dem Hintergrund der gewaltigen Krisen um uns herum. Und darauf gibt es aber dann keine einfache Pro- und Kontra-Antwort. Selbstverständlich muss man Verfahren finden, wie man mit solchen Dingen umgeht. Man muss versuchen, es zu steuern, zu verteilen und solche Dinge dann auch hinzubekommen. Nur in der jetzigen Situation spielt eigentlich für mich die Frage auf der politischen Ebene, gehen wir diesen Lernschritt weiter? Das heißt, beenden wir das System von Dublin? Gehen wir dahin, in Europa legale Zuwanderung zu schaffen, legale Zuwanderung, die es den Menschen ermöglicht, aus den Flüchtlingslagern organisiert hierher zu kommen, nicht über Schleuser. Und gehen wir solche Schritte, die dann auch dahin führen, dass solche Menschen direkt integriert werden. Tun wir die Milliarden raus für sozialen Wohnungsbau, den wir in diesem Land übrigens nicht nur für Flüchtlinge brauchen. Oder versuchen wir erneut, diese Festung Europa zu flicken. Das, was ich, ist ja noch nicht verhandelt in diesem Moment, aber sozusagen aus der Runde der Chefs der Staatskanzlei gesehen hat, gibt darauf nicht mal eine halbherzige Antwort, sondern die Elemente da zu flicken, Sachleistung wieder einführen, bleibst du in der Sammelunterkunft und all diese Dinge. Das heißt, der Lernfortschritt, den die Kanzlerin in ihrer humanitären Aktion demonstriert hat, das war nicht nur verbal. Dieser Lernfortschritt wird gerade versucht, institutionell zurückzuführen. Ein humanitärer Akt, jetzt klein wieder in der Politik. Wie sieht man das in Paris? Wie sieht man die deutsche Rolle im Moment auch in der Flüchtlingsbewegung in Frankreich? Thank you very much. First of all, don't be too rough on your own politicians. And I know that Jürgen Trittin was being very careful on this one, and I think he's absolutely right. Maybe it should have been foreseen, maybe it was foreseeable, but the fact is that it wasn't foreseen. And what happened at the end of the spring was incredibly big and sudden. We'll eventually learn what happened probably in Turkey at the time. But the fact is that all of a sudden refugee flows were, and I say refugees, not migrants, were multiplied by three. With the arrivals in Germany at one stage reaching 12,000 a day in Munich, which is about four times the rhythm of the autumn of 1989. So any government in that situation would have been very sorely tested. As one says in the old Western movies, don't shoot on the pianist when there's a fight going on in the saloon. First point. Second point, whatever Germany does or doesn't,
will at in one way or another, at one stage or another, become part of an unpleasant narrative denouncing German hegemony. Let me explain that for a second. Angela Merkel and Thomas de Maizière do and say things at one stage of the refugee crisis which gave the impression that all doors were thrown open, as if there were no Dublin system anymore. Please all come in Germany. Personally, I thought this was an extraordinary moment. This was noble. This was the way one likes to see Germany. But then, of course, because the flow became, on a day-to-day basis, overwhelming, all of a sudden, you impose border controls. That is, you use the exception. Sorry? No, sure. But once again, what I'm trying to explain is narratives. And narratives are about perceptions. I know that. How does it play outside of Germany? It plays, the Germans don't really care about the effects of their actions on their neighbors. That's how it came across. That's how it came across in many quarters. That all, stage one, the Germans throw open the gates and reinforce the refugee flow, further overwhelming all systems which may have existed, and of course providing fodder for all of the worst parts, the scum of our political life, the Orbans, the Marine Le Pens, and so on. And secondly, all of a sudden, you do what the French did in 2011 when Berlusconi was giving free tickets to boat people to go to the French border. The French imposed the exception, the border controls, which the Treaty of Schengen under certain circumstances permits. Not what one was expecting. And this is unfortunately part and parcel of being seen as a leader. A leader always gets hammered. Damned if you do, damned if you don't. If you have a constant policy, like the ordo-liberalismus of the handling of the euro crisis, you get denounced. And if you have a zigzag policy, or the perception of a zigzag policy, like the one I've just described, you also get hammered. You are going to have to start to get used to this, because you are the leader. And this is going to be part of the difficulty of the process. Even when you do stuff which would normally make you liked, and I really did, I mean, when at the beginning of the refugee crisis, the Chancellor's reaction, the reaction of Germans in general, in the opinion polls, in the way they acted in Berlin, in Munich, and elsewhere, etc., vis-à-vis the refugees, this was admirable. This was beautiful. But even that will not make you escape the reactions of your neighbors. This is, once again, this is not going to be easy. The refugee crisis in itself, like so much else, like what the hell do we do about Daesh? What the hell do we do about Bashar? What the hell do we do about Libya? What the hell do we do about Crimea and Donbass and so on? None of these issues lend themselves to a quick fix. And any politician who pretends that there is a quick fix or who leads his people to expect that there is a quick fix is going to be caught out rather quickly by events. So here again, I end where I began. Don't be too harsh on your own politicians domestically, because this one was, this was an avalanche which was set in motion very suddenly. I'm not sure, once again, by whom and under what exact circumstances. As I said, we had a trebling of the ratio of the tempo in the space of literally a few weeks. Possibly something to do with the internal politics of Turkey, or simply the fact that the UNHCR has been running out of money to handle the refugee camps.
in Jordan, Lebanon, and Turkey, and that although we had the graphs from the UNHCR showing the money go down, probably because the voluntary contributions from the Gulf were not coming anymore, for political or budget reasons, I don't know. But we did not step in, and this is where we made a mistake in forecasting. We did not step in at that stage to try to help keep these people as close to home as was possible in humanitarian and in practical terms. But that is easy to say after the fact, because once again, nobody saw this coming the way it did. Katrin Göring-Eckardt, tun wir genug mit Blick auf die Länder, aus denen die Fluchtbewegungen kommen, Syrien, Libyen, Irak? Sind die Grünen da auf der Höhe der Zeit? Ja, also tun wir genug, das ist der erste Teil der Frage. Nein, also das ist relativ einfach zu beantworten. Und trotzdem hat das, was jetzt gerade passiert ist, ja zu einer Veränderung geführt. Und insofern, man ist ja leicht versucht, in dem Moment, wo man sieht, Deutschland übernimmt eine führende Rolle, es ganz schrecklich zu finden, wenn, wie bei der Griechenland-Frage, Deutschland dafür gesorgt hat, dass Europa der harte Hund wurde, ja, und wir das Gefühl hatten, jetzt setzt die Bundeskanzlerin Europa aufs Spiel, die gemeinsamen Werte, die Solidarität und. Und auf der anderen Seite sind wir froh darüber, wenn Bewegung in dieses Europa kommt. Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, die Bundeskanzlerin hat entschieden, da war der Bahnhof so voll und jetzt sollen die mal alle zu uns kommen, sondern es ist ja etwas passiert, was mir so ein bisschen vorkam, wie alle wussten, dass es irgendwann kommt. Auf welche Art auch immer. Die Leute waren ja da. Die Leute sind ja im Mittelmeer ertrunken. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich und unerwartet gesehen haben, da waren 60 Millionen. Und mir kommt es ein bisschen vor wie beim Kaisers neue Kleider. Dann sagt auf einmal jemand, die Leute müssen jetzt von diesem Bahnhof weg und sie müssen zu uns kommen können. Und dann sehen alle plötzlich, dass der Kaiser nackt ist. Und dieses Europa war nackt. Es hat jahrelang versucht, mit Abschottungspolitik das an die Außengrenzen zu verlagern. Und es hat jahrelang versucht, mit dem Dublin-System, damit das Frontex als Abwehrmaschinerie organisiert worden ist, damit nicht in Berührung zu kommen. Und es war völlig klar, das geht nicht. Und es sind massenweise Leute ertrunken. Und dann gab es ein Bild von einem kleinen Jungen und dann war es plötzlich anders. Und das ist aber nicht alles, was in Bewegung gekommen ist, weil dieses starke Deutschland mit seiner, ja, ob das ein Führungsanspruch ist oder ob es tatsächlich in diesem Fall einfach passiert ist, dass Deutschland gesagt hat, wir machen das jetzt, das hat zu einem richtigen Chaos in Europa geführt. Und manchmal ist ja Chaos unheimlich gut, weil es produktiv ist und Kreativität freisetzt. Weil die Kreativität ist nur das eine, dass die europäischen Staatschefs sich gestern auf dem Gipfel entschieden haben, endlich dem UNHCR mehr Geld zu geben, dem World Food Program mehr Geld zu geben. Das ist eine Katastrophe, dass es erst jetzt passiert. Ja, wir waren irgendwie bei 50 Cent. Ich bin letztes Jahr in Zaatari gewesen, in diesem riesigen, nicht Lager, in dieser riesigen Flüchtlingsstadt, muss man ja sagen, da sind 80.000 Menschen. Und da sagten mir die Leute dort, wir wissen noch nicht, wie wir übermorgen das Essen hier bezahlen. Übermorgen. Und das war nicht symbolisch gemeint, sondern es war ganz real. Übermorgen in 2 Tagen haben wir kein Geld mehr. Jetzt führt es dazu, dass allen klar wird, Moment mal, da war noch was mit Fluchtursachen und wir müssen da was tun. Wenn Sie mich jetzt fragen, sind die Grünen da diejenigen? Na klar, also ich könnte Ihnen jetzt die Liste der Bundestagsanträge zeigen, wo wir genau das immer beantragt haben. Da waren wir auch nicht leise. Aber es gab genügend, die gesagt haben, jetzt Moment mal, übertreibt es mal nicht und das wird schon. Davon zu reden, dass im Libanon jeder vierte Flüchtling ist und dort einen Bürgermeister zu treffen und mit dem darüber zu reden, wie das jetzt überhaupt noch zu handeln ist. Die haben irgendwie Schule im Schichtsystem gemacht, weil es nicht anders funktioniert hat. Darüber haben wir auch gesprochen, na klar. Aber wir haben jetzt eine Situation und eigentlich eine historische Situation, wo sich Dinge ändern können. Und die Frage ist ja, ist es nachhaltig? Bleibt es? Also die Leute werden ja bleiben, ja? Also viele von denen werden hier bleiben. Insofern wird sich Deutschland verändern, ganz klar, ganz eindeutig. Und die Frage ist jetzt, nehmen wir das in die Hand
Oder machen wir Fehler der Vergangenheit, wie bei der Gastarbeitergeneration etc.? Oder schaffen wir das jetzt? Und wir schaffen das, bezog die Kanzlerin ja auf, wir bringen die unter, die Leute, und auch wenn Winter wird und es ist schwierig, das schaffen wir. Ob wir das schaffen, hier zusammenzuleben, was Neues zu machen und nicht einfach zu sagen, jetzt passt euch bitte an, und damit mehr zu meinen als das Grundsystem und die deutschen Gesetze. Oder entsteht tatsächlich was anderes, was Neues, inklusive aller Krisen, die da passieren, der Konflikte, die Leute mitbringen, der Konflikte, die wir haben werden. Wir werden religiöser werden. Das wird nicht allen Grünen gefallen. Das wird aber auch zu Auseinandersetzungen führen. Wir werden bunter werden, wir werden jünger werden. Ich habe neulich jemanden getroffen, einen Sozialwissenschaftler, der mir sagt, die Rente ist übrigens sicher. Fand ich eine spannende Aussage unter diesen Voraussetzungen. Also das ist eine, ich finde, empfinde das als eine richtig historische Situation. Es hat sowas wie 89 und ich hoffe, es gibt einen Unterschied. Damals wurden die Ossis auf der anderen Seite der Grenze mit billigem Sekt begrüßt. Und als es vorbei war mit dem Kater, dann hat man sich nicht mehr großartig damit beschäftigt. Ich hoffe, das wird jetzt anders. Asti, das war eklig. Das war selbst für uns eklig. Ich mache noch eine andere Ich mache noch eine andere Parallele auf eine noch schmerzlichere für die Grünen. Damals ist der Prozess der Wiedervereinigung, der ja und des Endes der DDR, der im Osten angestoßen wurde, am Ende ganz als Sieg des damaligen Bundeskanzlers Kohl gefeiert worden und hat ihm auch eine Weiterführung seiner Kanzlerschaft nochmal ermöglicht, an die viele in der alten Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr geglaubt hatten. Ist das heute wieder genauso, Herr Trittin, dass ein Thema, von dem Sie sagen, das haben wir doch immer schon seit Jahren und wir machen Anträge dazu und wir haben es gesagt und jetzt kommt es so und jetzt müssen wir und wir wissen, wo es lang geht, dass das wieder ganz als Sieg der Kanzlerin, als Sieg der regierenden Partei gefeiert werden wird? Also die Parallele stimmt ja nicht ganz. Vor der deutschen Einheit haben alle gesagt, Kohl ist am Ende. Vor der Flüchtlingskrise war es ja schon grenzt an Majestätsbeleidigung, zu glauben, dass jemals jemand anderes im Kanzleramt sein könnte als Angela Merkel. Also ich glaube, da beschreibe ich die Verfasstheit der Deutschen ganz gut. Nein, ich glaube, dass wir in dieser Situation davor stehen und vor der Herausforderung, ob es dieser Gesellschaft als Ganzes gelingt, auch in Politiken, nicht nur in Normen, umzusetzen, dass es eine Unterscheidung zwischen Innen- und Außenpolitik in einer globalisierten Welt und in einem gemeinsamen Europa sowieso immer weniger gibt. Ich sage nicht, dass es verschwindet, aber es gibt immer weniger. Es gibt kein globales Problem, von dem wir uns hier in irgendeiner Form abschotten können. Und in dieser Form realitätstüchtig zu werden als Gesellschaft, gilt für alle. Ich sage nicht, wir wissen das, wo es lang geht. Dieses auch institutionell umzusetzen, das ist die Herausforderung. Und da sehe ich einen Unterschied zu der Situation, die wir vor 2 Jahren hatten, als sichtbar eine Politik, nämlich in der Energiepolitik von Frau Merkel, gegen die Wand oder sagen wir mal in den Tsunami reingelaufen ist. Damals fand eine komplette Änderung oder eine Rückkehr zu einer komplett geänderten Politik statt. Und diese Entscheidung in der Frage der Flüchtlingspolitik und in der Frage, stellen wir unsere materiellen Ressourcen so um, dass wir mit diesen globalen Problemen besser fertig werden, sprich, was die Ansätze für humanitäre Hilfe, für die internationale Zusammenarbeit angeht, sprich, dass wir etwas, was in meiner Jugend ich kannte, was ja fast völlig verschwunden war, nämlich wirklich sozialen Wohnungsbau, Mietwohnungsbau für Genossenschaften, für große Wohnungsbaugesellschaften wieder anfangen müssen in diesem Land. Das ist eigentlich die Frage, die sich stellt, und die ist noch nicht entschieden. Insofern kann es auch sein, dass es eben nicht die völlige Veränderung der Politik ist, sondern nur der verzweifelte Versuch, auf neuem Niveau das Alte zu bewahren.
da sehe ich zurzeit eigentlich das Pendel innerhalb der Union und auch innerhalb der Sozialdemokratie hinschwappen. Aber wie gesagt, ich bin der Letzte, der Verhandlungsergebnisse kommentiert, bevor sie vorliegen. Ich möchte ein bisschen den Blick noch einmal öffnen zu den Themen, die wir, die als Überschrift über dem heutigen Abschlusspanel stehen. Sie haben es eben angedeutet, Innenpolitik und Außenpolitik, die Grenzen schwimmen, auch Bündnispolitik und nationale Politik. Wir erleben ein Europa, das versucht sich zu rückzubesinnen auf nationale Interessen gerade, und ein Europa, was eine Krise hat, darin die eigenen Werte jetzt wirklich auch politisch in politische Taten umzusetzen. Müssen wir einen neuen Blick auf Europa, einen kritischeren Blick auf Europa werfen? Müssen die Grünen auch da, Sie haben gesagt, die Grünen sind die europafreundlichste Partei, müssen die Grünen auch da einen neuen Blick werfen, Herr Krüger, von außen mal betrachtet, was raten Sie? Also zunächst erstmal muss man ja sagen, dass Europa sich gerade im Stresstest befindet und durchfällt auf der ganzen Linie. Jedenfalls die politischen Routinen, die politische Praxis der letzten Jahrzehnte funktioniert einfach nicht mehr, sondern führt zu latenten Konflikten und zum Rückfall, sozusagen zur Zementierung von Positionen, die man längst überwunden glaubte. Ich glaube, man muss, und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Grünen da einfach mal mehr riskieren. Als Oppositionspartei muss man ja nicht immer so tun, als wenn man mitregiert. Dass man einfach sozusagen Europa anders denkt. Also Ulrike Gero hat vor kurzem dieses starke Plädoyer abgegeben, Europa republikanisch zu denken. Und diese Konstruktionsfehler sozusagen, ein Europa der Mitgliedstaaten, die letztendlich nationale Politiken miteinander versuchen in Balance zu bringen, verlassen werden müssen zugunsten sozusagen eines Europa, was eben transnationaler, republikanischer und natürlich auch als Wertegemeinschaft stärker aggregiert wird. Und das finde ich ist zum Beispiel eine Debatte, der man sich mal offensiv stellen sollte. Ich habe das im Netz beobachtet, dieses Video, wo sie diesen Vortrag hält, wird vor allem von jungen Leuten, wir sehen es ja auch in der politischen Bildung, massenhaft geklickt und diskutiert. Ich habe immer so den Eindruck, dass die Parteienlandschaft zurzeit den Entwicklungen der Zivilgesellschaft, auch der Debatten, die informell geführt werden, hinterherrennt. Und auch bezogen auf die Flüchtlingsfrage. Ich meine, die soziale Fantasie, die da derzeit freigesetzt wird, ist doch eigentlich wie ein Ball, den man sozusagen auf den 5-Meter-Punkt vor das leere Tor legt. Also so wie Lewandowski, ja, in 9 Minuten 5 Tore. Und wo ist die Frage, dieses Aufnehmen, dieses Moderieren, dieses Durchlässigmachen dieser sozialen Fantasie für die Parteienlandschaft? Und da waren die Grünen, jedenfalls so habe ich sie damals in den frühen 80ern erlebt und auch schätzen gelernt, immer eine unkonventionelle, risikobereite Partei. Und irgendwann sozusagen gab es den Landeanflug auf Regierungsbeteiligung und es fehlte genau dieses emotive, dieses dynamische, dieses kommunikative Moment. Und da glaube ich sozusagen ist zurzeit viel Luft nach oben, weil einfach die Situation eine ganz andere ist. Und ich glaube sozusagen, Jürgen Trittin würde ich da komplett recht geben, dass die Parteien, nicht nur die Regierenden, alle Parteien zurzeit hoffen und bangen darum, alte politische Praxis und Routinen irgendwie so weiterzumachen wie bisher. Das wird nicht funktionieren. Würden Sie die Grünen damit einschließen? Ja, ich glaube auch die Grünen haben da viel Luft nach oben. Und es reicht nicht zu sagen, ja, wir haben das ja immer schon gesagt oder wir haben recht. Wir beschweren uns jetzt, dass die Medien nicht sagen, dass wir ein Einwanderungsgesetz wollen. Da sagt mein Sohn in der Schule immer, heul doch. Ja, also sozusagen eigentlich ist die Frage, die sozusagen, wie gehe ich in die Offensive, wie mache ich Kommunikationsangebote, wie stelle ich mich mitten in diese sozusagen in diesen Kontext sozialer Fantasie? Und ich finde, zurzeit gibt's diese Lücke zwischen Zivilgesellschaft, die Sachen selber in die Hand nimmt, auch Diskurse, die an Unis oder in bestimmten Zirkeln laufen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein Hinterherhecheln der Parteien. Das finde ich, ist, glaube ich, eine Chance, darüber nachzudenken, ob man da nicht ein bisschen mehr über seinen Schatten springen kann. Stimmt die These?
Die stimmt auch für uns. Also auch wir hätten das alles gerne geordnet gehabt und wir haben einen guten Plan. Also so, ne? Wie man das machen kann mit der Einwanderung. Ja, geht ja noch einen Schritt weiter, wenn ich es richtig verstehe. Der Schritt weiter heißt, es gibt eigentlich soziale Bewegungen, genau. Soziale Netzwerke, die machen das, die gehen in eine Richtung eines republikanischen Europas, mhm. eines Miteinanders mit Flüchtlingen und die Parteien und Sie auch, die Grünen, hinken da hinterher. Ich fange mal an mit der nationalen Geschichte, wenn es um Integration geht, wenn es um Einwanderung geht, was Thomas Krüger am Schluss gesagt hat. Das ist für uns eine in der Tat ja auch überraschende und neue Situation. Nicht, dass so viele Leute kommen, damit haben wir irgendwie schon gerechnet, haben aber nicht daran geglaubt, dass es passiert. Also wir hatten irgendwie so, deswegen sage ich, wir haben einen guten Plan, theoretisch. Ganz praktisch sieht es aber so aus und damit hat bei uns niemand gerechnet, dass so viele Leute sagen würden, und das ist ja eine gigantische soziale Bewegung, wir machen da jetzt mit. Und der Staat schafft es nicht und wir wären schon längst zusammengebrochen, wenn nicht so viele Ehrenamtliche da jetzt helfen würden, dann wäre das nicht nur dieses kreative, gute Chaos, sondern es wäre eine absolute Katastrophe. Ja, Lageso ist sicherlich so ein Stichwort, aber selbst Lageso ist ja noch sozusagen so, dass es ein bisschen was dadurch funktioniert, dass da Ehrenamtliche sind. Ja, so ganz, ganz klassischer. Und das haben wir Land auf, Land ab. Und darauf sind auch wir nicht vorbereitet. Das ist eine großartige Bewegung. Was machen wir damit jetzt eigentlich? Kann man das eigentlich verstetigen? Also auch bei uns laufen Leute rum und sagen, na, das geht noch 2 Monate. Dann sind die alle so erschöpft, dann werden die wieder zu Hause sitzen und dann sind auch die Kleiderschränke einmal durchgeforstet und dann gibt's keine Kleiderspenden mehr und. Wir haben, glaube ich, bei uns ist weniger Angst zu spüren, wie bei anderen, die jetzt sagen, oh, was passiert da jetzt? Aber jedenfalls nicht dieses packen wir es an. Und was Europa angeht, ich glaube, das stimmt total. Also selbstverständlich werden Sie von Einzelnen von uns total empathische, enthusiastische Europareden hören. Also mehr Europa und man sieht ja jetzt an diesen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wie gut es gewesen wäre, wenn Europa jetzt schon mehr Entscheidungskompetenz hätte. Gerade was die Flüchtlingsfrage angeht. Wenn man sich nicht nächtelang mit Herrn Orban herumstreiten muss oder wenn man sich nicht in Frankreich immer fragen muss, was sagt jetzt Marie Le Pen dazu und wird uns das jetzt irgendwie politisch schaden, wenn wir hier vorangehen und so. Das wird man bei uns finden, aber trotzdem sind wir viel zu sehr in diesem ganz normalen, demokratischen, europäischen Prozess, ich rede bewusst gerade so langsam, eingebunden und gucken uns erstmal die kleinen Schritte an, die man auch machen kann, um dieses oder jenes zu erreichen. Das ist völlig klar. Und die Selbstverständlichkeit, mit der Europa bei der jungen Generation gelebt wird, also von Erasmus bis EasyJet, die ist in unserer Generation nicht verankert. Das müssen wir uns immer wieder sagen, weil das unsere Kinder betrifft und weil die diese Selbstverständlichkeit haben. Aber damit Europa zu gestalten und hoffentlich noch dafür zu sorgen, dass die jetzt nicht alle denken, Europa ist Krise auf unterschiedliche Art. Nach Griechenland hatte ich diese Sorge, ja, oder bei dieser Griechenland-Krise habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich jetzt in Schulklassen gehe, junge Leute fragen sie Europa, nee, da sagt niemand Erasmus, da sagt niemand offene Grenzen, sondern sagten alle nur Krise. Und was ist es jetzt? Was ist jetzt eigentlich Europa? Also sind wir dabei, zu einem offenen, wirklich offenen, humanitären, solidarischen Europa zu werden, wie es eigentlich die europäischen Werte sind? Oder hört es auch wieder auf? Also hört es auf am Stacheldraht in Ungarn oder hört es auf, weil uns der Mut verlässt, es wirklich zu gestalten, es zu tun und nicht nur damit zu leben, sondern zu sagen, das machen wir jetzt. Und das macht uns sehr viel mehr aus als diese ganzen Grenzen, die wir jahrelang auf unterschiedliche Art und Weise festgehalten haben und die wir jetzt an dem Stacheldraht von Herrn Orban sehen. Die Frage geht an Sie. Ist die derzeitige herausfordernde Situation eine Chance, um Europa weiter nach vorne zu bringen? Eine Chance, dass die politischen Akteure das, was eigentlich die gerade junge Bevölkerung Europas schon drauf hat, ganz selbstverständlich nachholen und endlich umsetzen, auch in Politik? I'm very impressed, of course, by Erasmus, by the borderless way our young people act. I have my elder son who has just spent an Erasmus year in Spain. Believe me, he learned everything there was to learn about crisis. And I don't know whether Erasmus will have made him a better European
or whether it will have made him an easier candidate to go to San Francisco or Shanghai. This is a generation which is globalized. It's not simply a European generation. So I'd be very, very careful about establishing these short circuits between the openness of our system and the fact that this will translate into the currency of European political union. It would be great if that were the case. It's not clear that it is. I obviously share everything that you said about the need for openness, etc. But don't jump to the conclusion that openness necessarily means the strengthening of the European dimension as opposed to a broader dimension. The question on a crisis and opportunity, there is a saying, I've never been able to check it out, which pretends that the Chinese use the same character to say crisis and to say opportunity. Maybe not. For the time being, we have to manage the consequences of the longest, most drawn-out economic crisis in the history of after the Industrial Revolution. The Eurozone in the aggregate is only now, in the second half of 2015, have we actually come back to the level of the end of 2007. Yeah, this is setting aside, of course, the wild divergences of political and economic performance within the European Union. That legacy has now stoked the fires of political extremism in all too many European states. Just keep it very simple and short. Will there be a United Kingdom in 2 years' time? Will the United Kingdom be in the European Union? Will there be a Spain in 2 years' time? What is going to happen in the French presidential election, where there is a strong chance for the three front runners to be the three most unpopular political personalities that we have? Each one unpopular in a different way, François Hollande, Nicolas Sarkozy, and Marine Le Pen. But when the political system produces a trilogy which most people actually want to reject, anything can happen. Anything can happen. And Renzi, you know, how well is Renzi doing? He's not doing very well. What will Italy be like in 2 years' time? There is an enormous bill to be paid for all of the aggravation, the hardship, the difficulties, the inadequacies in many cases of our institutions and of our political leaders. Payback time is now happening. You saw it in a caricature form in the Labour Party in the United Kingdom. We saw it in a caricature form with the Scotland essentially becoming a one-party state. You know, to build an opportunity while one is trying to handle the consequences of a legacy, that's very, very difficult. If we had institutions which were reasonably respected, a political class in which there was some degree of trust, economic leaders who would also have some degree of trust, you know, when you have an icon like the world's largest automobile producer, which turns out to be a factory of lies, what is there left to respect? What is there left to build on in order to seize the opportunities? That is so difficult. And the next 2 years are going to be critical from this standpoint because of the electoral calendar in Spain, in France. I don't dare say Germany, because I think you're the odd country out in that sense. No extremist party of consequence on the horizon, at least not in electoral terms.
hopefully. But Spain, Italy, and I don't even talk about Greece, because I have not met a single person in Germany or in Greece who actually believes in the future of the third bailout. Without a haircut. Well, there's another way of saying the same thing. Ja, danke, dass Sie auch betonen, die eben wirklich auch die kritischen Momente in eben dieser Krisensituation Europas. Vorhin kam ein Zwischenruf aus dem Publikum. Wir öffnen auch gleich, um die Diskussion noch ein bisschen breiter aufzustellen. Ich will nur folgenden Zwischenruf, der zu Ihnen kam. Ja, die jungen Leute wählen ja auch Orban. Und das ist natürlich auch richtig. Auch die jungen Leute, die sich frei in Europa bewegen, wählen zum Teil rechts. Und dann nochmal die Frage an Sie, Jürgen Trittin. Die Grünen, können die genug anbieten, um eben diese in dieser wirklich sehr schwierigen Situation ein positives Bild zu entwerfen von dem, wohin wir wollen in Deutschland, in Europa, in der Welt? Sind Sie da stark genug aufgestellt? Werden Sie da genug gehört? Wir sind in Europa schwächer, als wir schon mal waren. Die Krise der französischen Grünen ist genannt, unsere Wahlergebnisse sind nicht doll. Dennoch glaube ich, dass wir hier in Deutschland... Woran liegt das? Das ist teilweise von Land zu Land unterschiedlich. Das würde zu lang, wenn ich da jetzt durch die Länder hüpfen würde. Ich glaube dennoch, dass man sich davor hüten muss, und zwar in beide Richtungen falsch zu verallgemeinern. Es ist nicht so, dass alle Jugendlichen gut gebildet und mit Erasmus durch die Gegend fahren, Pro-Europäer sind. Es gibt eben auch diejenigen, die mit großen Mehrheiten Jobbik in Ungarn wählen, die auch die Anhänger von Marine Le Pen sind nicht alle im Alter ihres Vaters, sondern es sind viele junge, gut gebildete Menschen darunter. Das heißt, wir haben eine widersprüchliche Entwicklung. Und ich würde die so beschreiben, dass man fast von einem Bruch durch Europa sprechen kann, wo, jetzt komme ich, jetzt hätte ich fast eine Voraussetzung sozusagen als Tatsache genommen. Aber meine These ist, wir sind jetzt, ganz im Sinne Payback-Time, wir sind jetzt in der Situation, dass wir einen Preis zahlen für die jahrzehntelange Hegemonie des Neoliberalismus in unseren Gesellschaften. Das ist eigentlich unvereinbar mit den europäischen Werten, weil die europäischen Werte immer auf Teilhabe erzielt haben und auf Inklusion und nicht nur auf Wettbewerb und Markt. Das ist was anderes. Und das schlägt sich durch innerhalb Europas, dass in Skandinavien, erstaunlich, mit dem wohlfahrtsstaatlichen Hintergrund, in Osteuropa, verständlich, weil dort waren die Emanzipationsbewegungen katholisch und national und es waren trotzdem Emanzipationsbewegungen, hat Thomas Krüger recht. Und wenn Sie im Süden gegen ein korruptives System der großen alten Parteien geht, das sind die Phänomene wie Podemos und Syriza, und diese Werte einklagen. Und deswegen kommt auf Deutschland und damit auf die deutschen Grünen eine bestimmte Verantwortung zu. Wie gehen Sie mit diesen beiden Elementen um? Ich glaube, dass der zentrale Punkt ist, wir werden uns von der Vorstellung verabschieden müssen, dass es in Europa unter den Bedingungen der Globalisierung Bereiche gibt, die ausschließlich national zu verhandeln sind. Das löst Ängste aus, weil man ja einen anderen Handlungsrahmen bisher hatte. Und deswegen glaube ich, man muss die Hauptangst der Menschen angehen. Und das heißt, wir werden in Europa nicht nur eine gemeinsame Flüchtlingspolitik, eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik machen müssen. Das sind alles Dinge, die, wo ich glaube, dass sich das im üblichen Muddling through in Europa sowieso durchsetzen würde. Aber wir werden einen Bruch durchführen müssen mit der Politik der Austerität, die die Werte des Neoliberalismus nach wie vor hochhält. Und das ist das, wo es auf Deutschland ankommt. Das wird kein
Tsipras hinbekommen. Das wird auch kein Pablo Iglesias hinbekommen. Und das würde auch nicht eine französische Regierung alleine hinbekommen. Da kommt es dann in der Tat auf deutsche Verantwortung an. Das ist aber die Grundvoraussetzung, dass wir nicht einen Rückfall erleben in ein Europa der Nationen. Das ist ein weiter Weg, den Sie gerade beschreiben, wenn wir nochmal auf das Thema des ganzen Kongresses gucken. 89, 90 hieß es nie wieder Deutschland, mehrheitlich von den Grünen. Sie sagen Deutschland, ja, gerade Deutschland, wir müssen vorangehen, wir müssen Verantwortung zeigen. Sind die Grünen dann noch erkennbar? In diesem weiten Weg, den Sie gegangen sind? Ja, Jung-Trittin hat ja gesagt, er wollte aus Fehlern lernen. Also insofern kann man sagen, ein Punkt ist abgehakt. Aber man darf sich natürlich nicht irritieren lassen. Also wenn ich mir jetzt überlege, sozusagen die Diskussionen, die auch innerhalb der Grünen, auch innerhalb der Sozialdemokratie stattfinden. Wir haben uns eingesetzt für die Osterweiterung der Europäischen Union. Aber Orban haben wir damit nicht gemeint in seine politischen Praktiken. Also da ist man sozusagen immer so ein bisschen in der Situation, beleidigte Leberwurst zu spielen. Ja, also sozusagen, das ist ein Punkt, den man bedenken muss. Das Zweite, mal jetzt durch diese Flüchtlingsbewegung darf man sich auch als grüne Partei nichts vormachen. Es wären ganz klassische, auch grüne Mobilisierungsthemen wie Geschlechterpolitik zum Beispiel in eine neue, kontroverse Diskurslage kommen. Da bin ich mir komplett sicher. Da werden sich überraschende andere Allianzen bilden. Religionen wird sozusagen den politischen Raum mehr und mehr bestimmen. Die Frage sozusagen, was heißt eigentlich postsäkulare Gesellschaft heute unter den Bedingungen von Einwanderungsgesellschaft? Ja, also das sind alles Fragen, wo man eigentlich nicht mehr irgendwie Verlässlichkeiten in der Hand hat und wo Parteiprogramme auch nichts weiterhelfen, sondern wo eigentlich eine Haltung, den Diskurs zu suchen, die gesellschaftliche Auseinandersetzung zu suchen, zu kommunizieren, Gebot der Stunde ist. Und das heißt in der letzten Konsequenz auch das Überprüfen der eigenen politischen Praktiken und der eigenen politischen Routinen. Weil möglicherweise wird einfach eine Situation entstehen, die diese Routinen überflüssig machen. Und um dem vorzubeugen, tut jede Partei, egal welche, gut daran, sich diesen Diskussionen zu stellen, und sich nicht treiben zu lassen durch das Finanzkapital mit seinen verqueren Logiken, sich nicht treiben zu lassen durch die Medien, sich nicht treiben zu lassen durch Zivilgesellschaft, sondern halt in die Offensive zu gehen und mitzugestalten. Ich glaube, das ist wirklich, dieses ist gar nicht einfach zu durchdringen. Ja? Also sich diese Freiheit zu nehmen, auf der einen Seite, vor 2 Jahren hätten Grüne vor Turnhallen protestiert, wenn da Feldbetten aufgestellt worden wären. Jetzt sind die Grünen mit vielen anderen in den Turnhallen und sorgen dafür, stellen sich die Frage, kann man die Leute in Betten schlafen lassen, wo noch kein Bettzeug drauf ist, oder warten wir lieber noch einen Tag und sie stehen noch irgendwo anders rum. Also so, das ist sozusagen der Praxistest, der ist nicht so schwierig, aber wie man es gestaltet, wie man es wirklich macht. Also du hast ja zu Recht die Frage der Geschlechter, des Geschlechterverhältnisses angesprochen. Das wird, vorhin war schon mal gesagt, Konflikte ohne Ende wahrscheinlich, ja, und immer wieder die Anerkennung von Homosexualität, die Selbstverständlichkeit, die wir inzwischen in Deutschland dafür haben, nicht nur Gesetze, sondern ja auch nach wie vor eine politische Auseinandersetzung über Ehe für alle. Früher haben die Grünen mal von freier Liebe geredet, jetzt Ehe für alle, das ist sozusagen die spießige Variante davon, aber diese, noch ist es nicht Pflicht, da legen einige auch Wert drauf, Jürgen, aber du hast es bisher nicht gesagt. Nein, aber es wird, es ist natürlich, klar, da wird kulturell ganz schön viel passieren und da kann man auch nicht einfach sagen, wir haben da übrigens ein Gesetz dafür, sondern da wird mehr passieren. Ich wollte aber einen Satz, eigentlich wirklich nur einen Satz sagen zu der Frage, wie ist es mit der Rolle Deutschlands, haben jetzt die Grünen da gelernt. Der Unterschied ist ja nicht, es geht ja nicht um die Frage einer angemaßten Stärke. Den Eindruck hatten wir ja bei der Griechenland-Debatte. Ja? Das ist angemaßte Stärke nach dem Motto, wir sagen euch, wo es lang geht, sondern es geht um Wahrnahme von Verantwortung. Und das haben wir in der Tat, das müssen wir auch, weil wir eine ökonomische Stärke haben, die auch darauf beruht, dass andere Länder schwächer sind. Unsere Exportwirtschaft hat ja dazu geführt, dass es anderen nicht so gut geht und so weiter. Und das ist die entscheidende Frage. Ist es eine angemaßte Stärke oder ist es Stärke von Verantwortung? Und dass es Leute gibt, die auf dem Maidan ihr Leben riskiert haben, um nach Europa zu kommen,
das hat mit Werten zu tun. Das hat nicht einfach was mit Ökonomie zu tun, das hat mit Werten zu tun. Und die Frage, ob wir das zusammenbringen, ökonomische Stärke und diese Wertegemeinschaft, die nicht nur auf Frieden, sondern vor allen Dingen auf Solidarität und Offenheit beruht, das wird der entscheidende Punkt sein. Dankeschön. Ich würde gerne jetzt öffnen, weil das Grummeln im Publikum wird lauter. Ich würde gerne, dass wir die letzte halbe Stunde nochmal mit Ihnen zusammen diskutieren. Mir fällt auf, dass wir noch nicht einmal den dritten Aspekt, ich habe ihn auch nicht angesprochen, noch nicht. Und er ist aber auch gar nicht gefallen und das kann kein Zufall sein. Westen, Westeinbindung, westliches Bündnis, da kommen auch die Amerikaner dann ins Spiel. Vielleicht können wir darauf auch in der letzten halben Stunde nochmal Bezug nehmen, aber ich würde gerne Ihre Beiträge hören. Gibt es Meldungen? Gibt es den Wunsch, etwas laut zu sagen? Ja, hier vorne sehe ich drei Wortmeldungen. Einmal links hier gleich und dann die beiden vorne. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, also das, ich knüpfe mal bei Ihnen an mit der Verantwortung. Ja, das sind eben Sachen, die bisher unsere Jugendlichen nicht in der Schule lernen, sozusagen. Also ich muss mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Also ich glaube, dass wir halt im Grunde unsere Fähigkeiten in kleinen Gruppen optimal nutzen können, also wo die Kommunikation dieses Empowerment hervorbringt, wie wir gestern gehört haben, das dann sogar die Staaten in Schwierigkeiten bringen kann. Aber dass genau diese Fähigkeiten unterbinden wir gerade durch die Art und Weise, wie wir unsere Jugend in dieser entscheidenden Phase, wo das geprägt wird, nicht Verantwortung übernehmen lassen. Also das muss sozusagen in der Pubertät möglich sein, auf das Gemeinwohl bezogen oder auf den Staat bezogen, für Jugendliche als demokratischen Initiationsritus Gesetzesvorlagen zu erarbeiten, um dieses System zu verinnerlichen. Und dann ist sozusagen der Schluss zwischen dem, was unsere unmittelbare Gemeinschaften ausmacht, die Stärke darin, und dem Gesamtsystem, also diese Konnektivität fehlt im Moment oder ist nur immer schwierig herzustellen. Also wenn wir das ermöglichen würden, und das können wir sofort, da hat der Staat den Zugriff. Also wir vernichten momentan Lernpotenziale, die Empathie, Kooperationsfähigkeit, Kreativität, komplexes Denken, das wird alles zugeschüttet durch, weil wir Jugendliche dazu zwingen, Fakten zu lernen und wieder auszuspucken oder ja, und anstatt sozusagen ihre Fähigkeiten mit Komplexität und Verantwortung umzugehen, zu ermöglichen. Also nicht, wir wissen es nicht besser als Partei, sondern im Grunde muss man das weitergehen. Hier vorne noch die beiden Wortmeldungen. Und dann. Ja, Peter Selin, ich möchte Syrien-Konflikt aufrufen. Und das hat plötzlich was mit dem Westen und mit dem Osten zu tun. Heute kam also die Nachricht, dass Frau Merkel meint, also man muss auch Assad verhandeln. Das heißt mit anderen Worten, was für eine Strategie haben die Grünen bisher angedacht oder ein Think Tank bezüglich eben der Krisenbekämpfung dieses Bürgerkrieges? Das heißt, es kann ja nicht sein, einfach abzuwarten, bis weitere 5-6 Millionen Menschen mit den Füßen abstimmen und sich bewegen, egal jetzt in welche Himmelsrichtung, sondern man muss ja sehen, wie man einen Bürgerkrieg, der seit 4-5 Jahren tobt, einhegt, letztlich irgendwelche Friedensverhandlungen versucht anzustreben. Und mit wem wollt ihr verhandeln? Und mit wem soll es auf die Reise gehen? Das heißt, diese schwierigen Fragen möchte ich einfach ansprechen und dass sie mal hier beantwortet werden, zumindest soweit das Gedankengebäude ist. Ja, ich kann da an Peter Selin anschließen. Meine erste Frage war, ich hatte den Eindruck, Katrin, dass du eben auf die Herausforderung von Herrn Haysburg nicht eingegangen bist. Der fand ich sehr interessant, die deutsche innenpolitische und Flüchtlings- und auch Euro- und sonstigen Debatten hinterfragt hat, ob sie sich nicht zum großen Teil auch aufgrund des wirtschaftlichen Wohlstandes und weil wir relativ demokratische Parteien noch haben und weder Orban noch Le Pen bei uns bisher stark sind, also zu sehr auf der Werteebene bewegen und Normenebene, also was Europa sein soll,
Aber die politische Ebene, und da muss man ja gerade eben dann von Frankreich her denken, wenn Frankreich Politik sagt, ist damit ja zum Beispiel auch die Beteiligung Frankreichs an der IS-Bombardierung mitgemeint. Wenn Frankreich Politik sagt, ist damit auch eine Kritik an einem Teil der Austeritätspolitik gemeint. Wenn Frankreich Politik sagt, ist damit auch der Libyen-Einsatz gemeint. Und ich erinnere mich an die Syrien-Debatte der Grünen von letztem Jahr. Und ich finde, da ist auch im Grunde was kritisch dran aufzuarbeiten bei den Grünen. Weil man hat so getan, im Stile von Frau Käßmann und der Linkspartei, Hauptsache keine Rüstungsexporte, hat aber Gabriel nicht daran gehindert, nach Saudi-Arabien zu fahren und kontrolliert auch nicht mal, welche osteuropäischen Länder jetzt weiter Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien waren. Also man hat bestimmte Forderungen gestellt, aber irgendwie sich doch durchgemogelt, sagen wir mal, mit so einem gemäßigten grünen Pazifismus. Und ich glaube nicht, dass damit weder Libyen zu stabilisieren ist, von Befrieden kann man nicht reden. Man muss ja froh sein, wenn man Libyen, Jemen, Irak und Syrien einigermaßen stabilisiert. Und ich finde, da drücken sich die Grünen um einige Fragen und da findet auch keine klare Debatte mit den Nachbarn, wie Herr Helsburg auch sagte, mit Frankreich und England statt. Ich finde es doch sehr nicht eurozentrisch, sondern fast deutschlandzentrisch, bei allem Anspruch, jetzt hier Europa republikanisch zu machen, dass eigentlich, wie man diskutiert, ist sehr deutsch intern und bezieht sich überhaupt nicht auf die Art, wie in England und Frankreich diskutiert wird. Kopfschütteln von Katrin Göring-Eckardt. Vielleicht machen wir erstmal diese drei Fragen, arbeiten die schnell ab hier auf dem Podium und gehen dann wieder zu Ihnen ins Plenum. Heftiges Kopfschütteln. Naja, heftiges, also mal schnell die Fragen abarbeiten, das geht ja fast nicht, aber der Versuch soll gestartet werden. Heftiges Kopfschütteln, weil der Vorwurf ja hieß, wir hätten so eine smarte pazifistische Grundhaltung da vorangetragen, weil wir in der Mehrheit gesagt haben, dass wir gegen Waffenexporte nach Syrien sind. Wir haben was anderes aber gesagt und übrigens auch auf unserem Parteitag beschlossen, nämlich wir haben uns ausgesprochen für einen UN-mandatierten Einsatz. Und die Frage der Waffenexporte, also wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass kein Mensch weiß, wo diese Waffen dann landen und was das bedeutet und dass das auch nichts mit Krisenbewältigung zu tun hat, sondern das hat eigentlich was damit zu tun, dass man sich das Problem irgendwie vom Hals hält. Die war flankiert von genau dieser Debatte und genau dieser Frage. Und insofern fand ich, und deswegen heftiges Kopfschütteln, fand ich jetzt diesen Vorwurf, der, weiß ich nicht genau, an wen der gegangen ist, jedenfalls an den an die Gesamtpartei kann er nicht gegangen sein. Und diese Diskussion im letzten Dezember, November, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wann der Parteitag war, die war sehr intensiv. Die hat uns einen ganzen Vormittag lang beschäftigt. Und jetzt wird wahrscheinlich im Moment niemand sagen können, ich habe jetzt den Masterplan für Syrien. Und Peter, wahrscheinlich du hast ihn vielleicht in der Tasche, aber ich nehme an, dass ihn im Moment niemand hat. Aber die Frage, mit wem man gemeinsam versucht, Lösungen zu finden und mit wem nicht, die finde ich, die muss man beantworten. Und bei der Auseinandersetzung darüber, ob man jetzt mit Assad als Teil der Lösung agieren will oder nicht, da sage ich ganz klar nein. Also wenn man sich anschaut, wie Assad nach wie vor Fassbomben schmeißt, dann kann ich nicht sagen, mit diesem Mann versuchen wir jetzt irgendwie den Teil der Lösung zu organisieren. Nichtsdestotrotz bleibt, dass man im Moment, also nicht vorrangig die Grünen, die sich, glaube ich, sehr auch über dieses Jahr hinweg sehr intensiv die Frage gestellt haben, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich auf der einen Seite IS zu bekämpfen, auf der anderen Seite da mit diplomatischen Mitteln zu versuchen, diese Region zu befrieden. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, gerade bei IS, dass man weiß, wo geht es eigentlich hin. Also niemand kann mit so einem nichtstaatlichen Akteur ja wirklich vernünftig umgehen. Man kann mit dem nicht verhandeln. Wo ist er eigentlich? Also der Kopf, mit dem man sprechen könnte. Und insofern ist es eine, finde ich jedenfalls, der schwierigsten Fragen, aber einer, der man nicht ausweichen kann. Und die militärische Option ist eine, von der wir nun ganz bestimmt nicht sagen, die geht nicht. Wir haben bewusst gesagt, sie muss UN-mandatiert sein, weil das nicht eine Aufgabe sein wird, wo man sagt, da werden die Deutschen an vorderster Front jetzt im wahrsten Sinn des Wortes stehen.
aber auch nicht nach dem Motto, damit haben wir gar nichts zu tun. Jürgen Trittin noch dazu? Es ist für Leute, die viel Außenpolitik machen, die streiten sich gelegentlich. Ich habe mich zum Beispiel mit meiner Kollegin Franziska oft über diese Frage, wie gehen wir mit Assad um, gestritten. Aber in einer Frage waren wir uns immer völlig einig, als alle plötzlich, weil die per Kamera auf Kobane guckten, da haben wir gesagt, seit 3 Jahren findet Kobane hoch 5 jeden Tag in Aleppo statt. Und die Frage, die wir uns politisch und moralisch, und ich bin auch bei Herrn Heilsburg auch wieder bei der Geschichte, dass normativ und Politik zusammengehören, die wir uns stellen müssen, wie kam es, dass die Weltgemeinschaft ernsthaft geglaubt hat, es könne diesen Konflikt, ich sag's mal, wie es ein ägyptischer Diplomat uns gegenüber formuliert hat, ausbluten lassen. Das war die Strategie. Und die Elemente, die dahin geführt haben, die uns jetzt diese Flüchtlinge, die haben, sind vielfältig. Man kann es sich einfach machen. Man kann sagen, das waren die Amerikaner mit ihrem Irakkrieg. Das ist die Erklärung Sarah Wagenknecht. Man kann es noch einfacher machen und sagen, das ist sowieso eine Kommunistin. Aber an dem Punkt hat sie auch ein Stück der Wahrheit gesagt. Aber es ist auch die Uneinigkeit innerhalb Europas und zwischen Europa und den USA und innerhalb der USA. Ja, die UNO ist sozusagen die Folge dieses Verhaltens. Es ist ja nicht abstrakt, sondern letztendlich ist es der Konsens der Mitgliedstaaten und das spielt der Sicherheitsrat eine zentrale Rolle. Und wenn wir uns das klar machen, dann müssen wir doch feststellen, dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen Libyen und Syrien. Die Intervention in Libyen, die übrigens sehr stark durch die französische Innenpolitik bestimmt war, wie eine Bundeskanzlerin es mal formuliert hat, diese Intervention hat ein zerstörtes Land hinterlassen. Sie hat aber gleichzeitig ein Prinzip ruiniert, was wir Grünen zu Recht hochgehalten haben, nämlich die Responsibility to Protect. Danach waren immer weniger Staaten und nicht nur Despotien, auch Demokratien wie Brasilien, Südafrika und ähnlich bereit, noch einmal so etwas zu wiederholen. Und in der Situation sind wir heute. Und deswegen stecken wir da drin, dass wir den syrischen Krieg, auch hier warne ich vor dem Begriff des Bürgerkrieges, in Syrien findet ein Bürgerkrieg statt, in Syrien findet aber auch ein Krieg von Regionalmächten, Türkei, Iran und Saudi-Arabien, um den Einfluss in dieser Situation. Und da kommt man nur raus, wenn man an dieser Stelle den Weg geht, diese wieder an einen Tisch zu bringen. Man wird, Assad wird nicht Bestandteil einer Lösung sein können. Aber man wird mit den Kräften um Assad reden müssen. Das ist, glaube ich, inzwischen, übrigens, das hat heute die Kanzlerin gesagt, das sagen wir als Grüne schon ziemlich lange. An der Stelle, glaube ich, muss man abzielen auf eine Politik der Stärkung und der Reinstandsetzung der Vereinten Nationen. Das heißt, das Format, was sich dafür anbietet, dahin zu kommen, ist das Format, was wir aus den Iran-Verhandlungen kennen, E3+3. Und das wird lange dauern und deswegen, ja, es ist immer richtig, Flüchtlingsursachen zu bekämpfen, aber das dauert. Ich möchte noch das eine Statement aufnehmen und an Sie spielen, Herr Krüger, zur Verantwortung erziehen in den Schulen, dass wir dort eine Chance vertun, Menschen eben zu verantwortlichen, zu solidarischem Handeln zu erziehen, indem wir zu enge Lehrpläne haben, so habe ich es verstanden, vielleicht. Ja, das stellt ja die Frage danach, wie politische Bildung, also in dem Fächerkanon Sozialkunde, Geschichte und Politik in den jeweiligen Bundesländern aufgestellt sind. Und das ist nicht günstig. Meistens werden die Fächer, vor allem Politik und Sozialkunde, fachfremd unterrichtet.
Und es gab in den letzten 10 Jahren auch Verluste auf der Stundentafel, die vor allem durch den PISA-Prozess ausgelöst worden sind. Sprich, die sprachlichen Fächer und die naturwissenschaftlichen Fächer haben ein gewisses Prä gehabt und damit auch einen Druck auf diese Fächer ausgeübt. Das ist sozusagen erstmal vor die Klammer gezogen. Ich glaube, dass die Beteiligung von jungen Menschen nicht nur über diese Schulfächer, sondern über eine demokratische Schule insgesamt auch herzustellen ist. Politische Bildung muss weiter verstanden werden. Und da gibt es kein Patentrezept, sondern es gibt eine Vielfalt von Initiativen und Selbstorganisationsformen von jungen Leuten, die sich hier beteiligen und ihre Fragen diskutieren. Und das, finde ich, muss gefördert werden. Man darf aber nie aus dem Blick verlieren. Und das lernen wir zum Beispiel aus der Partizipationsforschung. Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin hat darauf hingewiesen, dass es einen Defekt in der repräsentativen Demokratie gibt, denn beteiligen tun sich vor allem diejenigen, die gebildet sind oder Bildungsaufstiege organisieren und realisieren. Währenddessen Bildungsbenachteiligte, ich versuche das mal wenig pejorativ zu sagen, Bildungsbenachteiligte im Grunde sich gar nicht mehr beteiligen. Unterproportional an Wahlen und auch unterproportional an Bürgerbeteiligungsformen. Da muss man als Parteien auch darüber nachdenken, ob die oft unreflektierte Forderung nach mehr Partizipation, nach mehr Beteiligung nicht den Graben zwischen Ungleichen sozusagen eher vertieft. Sondern es ist eben aus meiner Sicht sozusagen ganz wichtig und evident notwendig, Formate, Formen zu finden, Bildungsbenachteiligte auch partizipieren zu lassen an Fragen politischer Bildung. Und das geht eben nicht, indem wir die Druckmaschinen anwerfen und möglichst viel Papier bedrucken. Das hilft auch nicht, das alles über online zu machen, sondern das sind schlicht andere Formate, bis hinein sozusagen in das Fernsehen. Natürlich da auch nicht öffentlich-rechtlich, sondern Privatfernsehen gucken die Leute. Das ist das Leitmedium. Darüber muss man sich Gedanken machen, wie man niedrigschwellig Formen entwickelt. Wir haben das gerade mit RTL2, dem politikfreiesten Sender, veranstaltet als Bundeszentrale. Zeit für Helden heißt das Format. Und da geht es eben darum, sozusagen sowas wie Zivilcourage mal vorzuführen und zu thematisieren, indem sozusagen Leute konfrontiert werden mit gespielten Situationen und wo man sich dazu verhalten muss. Und es werden eben nicht diejenigen gezeigt und gefilmt, die versagt haben, sondern es sind die couragierten Positionen, die fantasievollen Positionen, die dann eben gezeigt werden und auch ein Stück animieren sollen, es ihnen nachzutun. Also ich finde, über sowas müssen wir reden. Politische Bildung darf nicht nur sozusagen so eine Wiedertaufe-Veranstaltung für diejenigen sein, die schon politisch gebildet sind, sondern das muss einem Imperativ der politischen Bildung für alle folgen. Und das heißt, die Zielgruppen, die Formate und so weiter müssen diversifiziert werden. Dafür brauchen wir, das kann sich jeder an 5 Fingern abzählen, natürlich auch Ressourcen, weil oft sind diese Formate, über die ich eben gesprochen habe, viel teurer als das, was man herkömmlicherweise in Seminaren, Tagungen und Papierbedrucken abwickelt. Okay, ich würde gerne noch eine letzte Runde ins Publikum geben. Hier war noch eine Wortmeldung eben gewesen, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Irgendwo hier auf der rechten Seite, dafür sehe ich links eine, auf der linken. Ich würde gerne einen Aspekt aufnehmen, den Herr Krüger angesprochen hatte. Und zwar ging es darum, in der Flüchtlingsthematik, dass die Zivilgesellschaft gewissermaßen vorweggeht und die Politik hinterherhechelt. Und da würde ich gerne die Frage stellen, wie Sie, Herr Trittin und Frau Göring-Eckardt, das beurteilen, dass Sigmar Gabriel auf Til Schweiger zugegangen ist, der gewissermaßen ja ein Akteur der Zivilgesellschaft ist und gemeinsam mit ihm diese Stiftung gegründet hat und warum das eigentlich kein grüner Politiker war. Also es war, glaube ich, andersrum, nämlich dass Til Schweiger auf Sigmar Gabriel zugegangen ist. Die beiden waren biertrinkend zusammen. Ich hatte jetzt spontan, aber das ist natürlich unernsthaft, den Gedanken, weil Sigmar Gabriel mal Pop-Beauftragter war. Aber das meine ich nicht ernst. Ehrlich gesagt, ich hätte mir genauso vorstellen können, zu sagen, ich helfe bei einer Stiftung. Aber wenn Sie sich angucken, was Grüne im Moment machen, dann sind die
auf allen Ebenen, egal ob das Stiftungen sind oder Initiativen oder die ganz banale Organisation von Hilfe unterwegs. Und ob die Stiftung von Til Schweiger, die Gutes will und wahrscheinlich auch Gutes tun wird, jetzt nun das herausragende Beispiel dafür ist, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern es gibt sehr, sehr viele und da sind überall Grüne dabei und mit nach der Schröderschen Methode mit Bild und Glotze und Til Schweiger, das ist vielleicht nicht so das Ursprüngliche, was die Grünen vorantreibt. Deswegen werden wir vielleicht auch nicht gefragt. Oder bist du gefragt worden, Jürgen? Nee. Nein, Bild beim Glotze hängt vom Regieren ab. Aber nur noch eine Bemerkung am Rande. Die Einrichtung, die er ursprünglich vor Augen hatte, liegt in meinem Wahlkreis und wir hatten ziemlich viel Mühe, ihn davon zu überzeugen, dass der Betreiber dieser Einrichtung ein unseriöser Geschäftsmann ist, der mittlerweile auch in Konkurs gegangen ist. Manchmal ist die Dinge unterhalb der Oberfläche ein bisschen schwieriger. Nur ganz kurz, das fand ich jetzt ein bisschen hochnäsig, diese Idee zu sagen, das ist vielleicht nicht das, was die Grünen wollen. Ich meine, bei aller Kritik an Til Schweiger und dem Tatort zum Beispiel und so weiter, finde ich, er hat was angestoßen. Ne? Also man kann das bewerten, wie man will, auch wie er sich in Talkshows präsentiert und so weiter. Und ich erwarte da tatsächlich auch von der Grünen Partei mehr Initiative, auch im Sinne von Vorbilder und mal nach vorne gehen. Und natürlich ist es total problematisch, dass jemand, der Anfang des Jahres sich mit Pegida trifft, jetzt in diese Richtung marschiert. So, das ist einfach unglaubwürdig. Und gerade von einer Partei, die eben sich wirklich dieses Profil setzt, erwarte ich da tatsächlich auch mehr als so einen Kommentar. Also ich habe gar keinen Kommentar gemacht. Das regt mich jetzt tierisch auf. Es gibt von mir nur positive gemeint. Kommentare über Til Schweiger. Ich bin gemeint. Ich glaube auch. Ich bin gemeint. Nur positiv. Nein, ich bin gemeint und ich sag das auch deswegen. Also das hat ja so ein. Ich war gemeint. Du kannst dich gerne vor mich schmeißen, aber ich verteidige mich kurz. Nein, aber es ist. Ich sag mal, was mein Unbehagen ist. Ja, Sigmar Gabriel ist jetzt in Satari gewesen. Viele, also sogar Volker Kauder und ich war da letztes Jahr. Und zwar kurz bevor Sigmar Gabriel mit Pegida geredet hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die einen schwimmen auf einer Welle und die anderen machen es die ganze Zeit. Und deswegen gibt es von mir weder einen schlechten Kommentar zu Til Schweiger noch dazu, dass Sigmar Gabriel das jetzt macht. Ich glaube nur, es reicht nicht, auf einer Welle zu schwimmen, sondern da gehört Kontinuität dazu. Und ich möchte auch wissen, was in einem halben Jahr ist oder was in einem Jahr ist. Und da sehe ich die Grünen immer noch in diesen Initiativen und in diesen Stiftungen aktiv sein, die auch ein bisschen langfristiger überlegt sind und so weiter. Und die werden das weiter sozusagen schön graswurzelmäßig am Boden machen und werden das durchhalten. Und ich wünsche mir sehr, dass Sigmar Gabriel auch durchhält. Aber es ist Gold wert, ehrlich gesagt, dass jemand wie Til Schweiger das macht und dass der auch mal ausrastet in einer Talkshow. Es ist absolut Gold wert, weil damit erreichen wir mehr Leute als die, die wir überhaupt erreichen können. Und da sind wahrscheinlich auch die von RTL 2 noch mit dabei, weil die gucken nämlich auch nicht Tatort. Das ist ja irgendwie was für alte Leute und so. Sondern da werden andere Leute angesprochen und sehen, Menschenskind, vielleicht könnte ich mein Herz auch an diesem rechten Fleck haben. Und das finde ich absolut ohne jede Kritik, sondern das Unbehagen ist auch an einer anderen Stelle, vielleicht habe ich das klarer gemacht bei der Frage der Kontinuität. Die wird Til Schweiger übrigens auch durchhalten, der wird es durchhalten. Okay, soweit erstmal. Ich würde gerne mit Ihrem Einverständnis das Podium nicht mit Til Schweiger beenden, sondern noch einmal die Frage zu Ihnen zurückkommen, zu Ihrem Input, das Sie ganz am Anfang gegeben haben und aufnehmen, was im letzten Teil der Diskussion zum Umgang mit Syrien und dem Mittleren Osten gesagt wurde. Sie haben in Ihrem Input angesprochen, Kosovo damals und dass Rot-Grün damals Verantwortung getragen hat, übernommen hat und beherzt agiert hat in Europa. Wir alle wissen auch, in welche Richtung. Wenn Sie das, die Statements jetzt der letzten halben Stunde hören, mit Ihrem Blick von außen, haben Sie das Gefühl, die Grünen sind
an einem Punkt und debattieren historisch in einer historischen Verantwortung und stellen Fragen, die derzeit zu stellen sind? Oder sehen Sie da auch einen blinden Fleck, etwas, was nicht diskutiert wird? Well, first of all, the previous part of the discussion demonstrated that I'm probably too far away from the German political coalface to have a strong opinion on the here and now of your question. If you ask me, do the Greens have the intellectual gravitas to cope intellectually and possibly politically with these issues on the basis of the meeting I was at last year, the answer is clearly yes. And that is what impressed me at the time. Now, the Balkans were easy in comparison to the Middle East. Just take population numbers. You know, Kosovo, 2 million people, Macedonia, 2 million people, Bosnia, 4 million people. Iraq, 25 million, Syria, about 25 million. It's much bigger and rather more difficult. Second point, the West and Russia and have actually tried just about every approach. One approach was to do what the Americans did in Iraq, invade, occupy, dismantle the previous governance, and try to establish a new mode of governance. Full spectrum intervention, if I can put it that way. The result has been an unmitigated catastrophe in strategic as well as in human terms. Secondly, in chronological order, we had Libya, where the British and the French, having learned the lesson of Iraq, decided that they were not going to occupy. And here, Jorgen, I have to say a word. Libya began as a revolution, not as a French-British war. It then became a humanitarian crisis with the goons, the troops of Gaddafi approaching the doors of Benghazi. And in Sarkozy's discourse, one believes him or one doesn't, but in political terms, one does know that words have an importance. His justification was, Srebrenica is not going to happen on my watch. He made the parallel between Srebrenica and Benghazi. Germany then decided to abstain in the Security Council, which meant that Germany, in effect, removed herself from any form of influence on the subsequent flow of events. And that, I think, was a bad mistake, because the British and the French had no restraining influence whatsoever. You had put yourself on the sidelines. That was unsmart. That was your government. The German government, yeah. But that was unsmart. That was unsmart in political and in strategic terms. Is Libya dreadful? Yes, it's dreadful. Is it as bad as Syria? The answer is no. If you want to understand what Libya would look like if Gaddafi had not been overthrown, you look at Syria, where the dictator has not been overthrown. And that's the third one. Syria is about non-intervention, except the Russian one. Now, our non-intervention has produced baleful consequences, as you pointed out. The intervention of Russia has compounded those baleful consequences, and furthermore, both the West, in the traditional sense, and Russia, find themselves in an impasse because Putin has been putting these troops in Syria, not out of a position of strength, but out of weakness. And when Netanyahu asked him 3 days ago to be careful about not having a new front open up against Israel by Hezbollah and other Syrian elements, Putin's reaction was to laugh and to say, second front, the pro-Bashar forces aren't even able to defend themselves anymore. So the confirmation came from the mouth of the horse, as we say in French. So, full intervention, partial intervention, non-intervention. We've tried all three, and our ability to influence events positively has been extremely weak
to use a euphemism, in all three cases. That should make us humble and modest in terms of our expectations. No quick fixes, no Kosovos, no Sarajevos. This is unfortunately different. Furthermore, the three theaters of operation I've just described have also one thing in common, that in all three cases, the colonial order has been thrown open into question. This is what academics used to call the order of Sykes-Picot. This is now what Daesh calls the order of Sykes-Picot. And Daesh says, we're ending the order of Sykes-Picot. And that is indeed what they're doing. So this is a state actor, but which we do not recognize. Mm-hmm. I'm not saying that we should recognize it. Daesh is such a loathsome beast that obviously one wouldn't want to recognize it. But it functions as a state. It is not an NGO. It is not like Al-Qaeda in that sense. It occupies territory and controls population. That makes it even more difficult. What will happen now? If we support Bashar politically and we go along with the Russian plans to make anti-terrorism, anti-ISIS operations revolve politically around Bashar, then we will continue to have a situation in which two-thirds of the Syrian population, which happen to be of Sunni persuasion, will be in a state of civil war with the people we will be supporting. Which is why I was a bit troubled when I heard about Angela Merkel's statements, which go much further than any of the statements from Washington, Paris, or London. I was very surprised. Maybe it was. Maybe the translation wasn't good, but I fear not. Secondly, yes, we can strike Daesh. The Americans have been bombing Daesh in Syria for the last 8 months. It hasn't made a jot of difference, unfortunately. Thirdly, we are going to have to decide whether we will make the defense of the Sykes-Picot order part of our objectives or not. Politicians don't like it when you ask them, and the occasion actually arose yesterday with a minister of defense of a prominent Western country, who asked about what would France we want to consider doing to reinforce the government of Libya? And my answer was, I can't speak for the French government, but I'll return the question. Are you determined that we should have one government for Libya, or is it okay if we have three or four? What do you mean? Well, I said, well, for the moment, there are at least three Libyan governments, plus the Daesh guys, plus the Toubou guys. So you've got about five groups which exercise some territorial control. Answering that question is like being on the brink of 1618 after the defenestration of Prague. Territorial order is up for grabs. Religious order is up for grabs. Political order is up for grabs. It was called the 30 Years' War. You lost 30% of your population. And anybody who jumps into that cauldron too quickly and hoping for quick results is probably going to get pretty badly scalded. So whatever we do, we had better think very hard and deliberate carefully and not rush into whatever we decide to do, or has been the case until now, essentially on what not to do. This is the most difficult one that I have ever encountered in my life in terms of contemporary security challenges. This is the biggest one, the most complicated one to wrap one's arms around in conceptual and practical terms. Ich danke Ihnen sehr. Ich würde das gerne als Schlusswort stehen lassen. Danke Ihnen für diese Diskussion, wo wir wirklich breites Feld und viele Themen angesprochen haben und vielleicht auch mehr Fragen uns gestellt haben und diskutiert als eindeutige Antworten gegeben. Und das würde ich als ein positives Ergebnis dieser Diskussion bewerten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.